Hallo liebe DTM-Fans, willkommen in Oschersleben beim zweiten Saisonlauf der DTM und ich zeige euch mal eine Runde hier auf der Strecke. So, jetzt fangen wir unsere erste Runde hier an in Oschersleben. Hier auf der Hauptgerade erreichen wir den höchsten Topspeed im sechsten Gang bei ca. 230. Schalten in den zweiten Gang hinunter, dann geht es sehr eng in die Spitzkehre, was entscheidend ist, auch für den Start, vor allem erste Runde. Dann haben wir eine sehr lange Rechtskurve, wo wir eben auch in den dritten Gang schalten. Dann geht es hoch in den vierten zur Kurve 3, eine Linkskurve, einen Gang hierunter, im dritten Gang durchfahren. Auch eine Wohlmöglichkeit während des Rennens. Dann schalten wir zwei Gänge nach oben in den fünften, dann kommt eine der schnellsten Ecken in Oschersleben, die Triple Links. Hier ist es sehr, sehr schwierig, wirklich sauber durchzufahren. Man muss schauen, dass man den Downforce hält. Dann geht es direkt im Übergang in die Rechtskurve, dritter Gang. Versuchen gut rauszubeschleunigen und dann vor allem hier eine sehr gute Linie für die Schikane zu treffen, um dann auch einen perfekten Ausgang für die Gegengerade zu erwischen, um dann wirklich viel Speed mitzunehmen. Und da kann man wirklich viel Zeit gut machen oder eben auch verlieren. Auch hier wieder geht es in den sechsten Gang, hoher Topspeedwert, zwei Gänge hier runter. Dann geht es in die schnelle Schikane, vierter Gang. Dann geht es in die vorletzte Kurve, auch im gleichen Gang, vierter Gang, eine schnelle Rechtskurve. Und dann die alles entscheidende letzte Kurve, dritter Gang. Hier ist wichtig, einen guten Ausgang zu treffen, viel Speed mit auf die Gerade zu nehmen. Und dann haben wir die Runde abgeschlossen.